Ja, guten Tag, willkommen zusammen. Und zwar zum Video heute. Ja, heute mal ein bisschen etwas anderes Video, was ich sehr gerne machen möchte. Und zwar, man möchte mal hier gerne, wenn man ein Video auf YouTube gucken möchte, und zwar ein YouTube-Video, wie ihr natürlich das Video so machen könnt, dass das Clips, ja, ein Clip, was ihr gerne guckt, was gerne gefallen hat. Ja. Und zwar gibt es natürlich Plan B, und zwar YouTube hat gesagt, YouTube hat ausgedenkt, so eine Art Videos geguckt haben, einfach Videos zu einem, so eine Art, so einen Button zugefügt, und zwar der heißt der Clip dieser Klippen. Da ist so noch nichts drin, da müssen wir gleich was zufügen. Und das machen wir heute. Und zwar, wir klicken hier auf den Clip-Button. So, und jetzt will weiter sofort, jetzt läuft das Video alleine los, das möchte ich ja nicht. Und hier könnt ihr dieses Ganze drüber ziehen. Also es ist alles so ein geiles Gimmick, was ich hier festgestellt habe. Und dann muss ich sagen, das muss ich sofort ausprobieren. Und dann, wenn man zum Beispiel seinen Videos oder seinen draufzieht, oder wenn man ein ganzes Video klickt, einfach mal alles zu kopieren oder. Ah, es kann zum Mini. Ach, okay, ist auch ganz nett, aber. Warte, Moment mal. Wo kann ich denn die Clips einfach mal gerne gucken? Und zwar, warte mal, da war was Besonderes und so, da war ich ja schon. Ach, das musst du. Ach, egal. Ach so, ich hab. Ach, fuck. Du musst es zusammenziehen. Oh, ja, geil. Ja, geil. Und zwar, Moment mal. Ja, das ist geil. Das war das andere. Das war das Geilste. Das war das Geilste. Dann ziehen wir das Ganze, das Video so zusammen. Ach, komm mal her. Menschenskind. Meine Güte. Meine Herren. So, und wenn es kopiert ist und rübergezogen habt, dann gibt ihr einfach einen Titel ein. Ich nehme einfach mal immer irgendeinen Namen. Und zwar gebe ich jetzt einfach mal Clip. Clip. Clip-Test, ne? Nehmen wir mal Clip-Test. Video. So. Und dann gehen wir auf Teilen. Das machen wir auch mal. Das zeige ich einfach mal. Ja, so gut. Clip-Teil ist ja. So, und jetzt aktualisieren wir es erstmal hier. Das sieht ja dieses geil. Das ist total geil. Und zwar, man klickt mal drauf, jetzt einfach, wo du es geschnitten hast und wo du es geschnitten hast. Du kannst es hierbei vollständig angucken. Das heißt, du kannst es angucken. Aber wenn man zum Beispiel sieht, ist es vor der Clip, das sind Klippe. Aber der Nachteil, du kannst es vollständig gucken. Aber wenn man jetzt draufklickt, einfach mal draufklickt, ist scheiß Werbung, aber egal. So, ich klicke das mal weg, das brauche ich ja nicht. Ich will jetzt keine Werbung machen oder sowas. Meine Güte, ey, meine Güte. Ich habe keinen Bock, das Video zu schneiden, mein Freund. Kannst du das mal weggehen? Danke. Ach, dieses Erstellen, erstellt ja gerne Clips, weil er erstellt ja gerne Clips, weil die Clips ja auch geschnitten worden sind, also bis eine Minute, sagt man. Also hier geklippt, das habe ich Clip gezeigt. Das Ganze wieder zu löschen, wenn ihr es nicht mehr wollt, dann sagen sich, ja, dann machen wir es auch mal. Dann klickt ihr auf Rechtsklick, Clip löschen. Ganz einfach, kriegst auch nicht mehr hier zurück. Einfach Clip draufdrücken, ziehen und perfekt. Und geiles Gimmick, gefällt mir und machen. Unternehmen macht weiter. So, würde ich sagen, verabschiede mich und man sieht sich. Tschüss.